Ich und mein Holz. Wir sind heute ganz oben bei der Zimmererlehre von Switelski. Lieber Paul, du bist Lehrling bei der Switelski als Zimmerer. Was macht den Beruf so spannend? Also, ich war ja vorher in der Hagzwettl und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt bin ich zu Switelski gekommen. Hab dort einmal reingeschnuppert, hab mir das einmal angeschaut. Und dadurch, dass das so ein vielseitiger Beruf ist, habe ich mir gedacht, das taugt mir und da fange ich an. Weil es mich einfach voll interessiert. Und mich interessiert es jetzt immer noch und bin schon 6 okay. Monate mittlerweile. Wie ist das? Hast du immer schon gern mit Holz gearbeitet? Oder? Nein, ich habe daheim eigentlich nie selber was gearbeitet, privat. Und hätte nie geglaubt, dass ich irgendwo ins Bauunternehmen einsteige. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einmal und mir hat das so gefallen, dass ich gesagt habe, ich mache da jetzt eine Lehre. Paul, du bist jetzt seit 6 Monaten Lehrling bei der Switelski als Zimmerer. Wenn du auf die 6 Monate zurückschaust, hast du da viel Neues gelernt? Ja, extrem. Auch vom logischen Denken her, so privat und handwerklich. Ich habe zum Beispiel, wenn wir Geburtstagsgeschenke oder sowas machen, da fallen mir viel mehr Sachen jetzt ein und auch die, was ich selber machen kann. Ja. Und das ist einfach im Privatbereich hilft es da und in der Arbeit, wenn der Tag, dann passt es sowieso. Stefan, wir stehen hier auf deiner Baustelle und über uns das Dach, das habt ihr alles gebaut, oder? Ja, das haben wir gebaut. In 14 Tagen ist das errichtet worden. Und ja, ist ein tolles Projekt und darf mal herzuhören. Was sagst du zu dem Team? Bist du happy mit deinem Team, mit dem du zusammenarbeitest? Ja, extrem. Also die Arbeitskollegen sind voll super. Ich verstehe mich mit jedem. Sie haben mich auch super aufgenommen. Also da gibt es gar keine Streitereien, gar nichts. Also, und sie erklären mir. Also jedes Mal, wenn ich was nachfrage, erklären wir dir das. Also nehmen sie die Zeit und erklären das. Also das passt. Was würdest du als Bauleiter sagen, ist wichtig, dass ein Lehrling, der sich bei der Switelski als Zimmerer bewerben will, mitbringen muss? Ja, Freude, Teamfähigkeit und dass ihm halt das Ganze Spaß macht. Das war die Lehre bei Switelski zum Zimmerer. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut auf jungeswitelskis.at.